welcome Harry Potter to my Defindo challenge. To complete the challenge, you must find the completion star, which can be found in a hallway just above you. Try to get to it as quickly as you can. If the challenge timer reaches zero before you have the completion star, you lose the challenge. Along the way, you will find challenge stars. Collecting challenge stars will boost your timer and score. I highly recommend you try to find all of them. Try to get the completion star with as many seconds remaining as possible. The higher your score is when you complete the challenge, the more house points I will award you. Some vines and plant growth can cover doorways and openings. You can use Defindo to cut through them and clear your path. Miau, willkommen zurück zu Harry Potter. Jawollo, dann legen wir doch mal los. Tja, hier ist es Defindo. Wir hatten im ersten Jahr den wunderschönen Incendio gegen die ganzen Pflanzen. Sehr nervig. Gerade bei diesen Challenges. Aber was will man machen? So, dann schauen wir doch mal, wie viele Sterne und Sekunden wir mit nach Hause tragen können. Dankeschön. Da werden wir schon wieder Schleim, nehme ich an. Schleim oder Schnecken, klingt hier immer beides sehr ähnlich. Schnecken. Kommt die hier rein? Nö, sehr gut. Na Leute, wie geht's euch? Hattet ihr ein schönes Wochenende? Das will ich doch sehr hoffen. Was habt ihr denn Feines gemacht? Erzählt es mir. Ich möchte es wissen. Alles. Jedes schmutzige Detail. Nein, vielleicht nicht jedes. Aber so ein paar kann man dann schon mal raushauen. So. Ich hoffe, du bleibst nach wie vor auf deinem Weg da vorne. Ich nehme dir hier mal die Bündchen. Ach, du kannst ja wieder runter. Ja, lass das mal. Lass das mal sein, du. So. Ich hätte gern so eine Schnecke als... Ah! Die hat mich jetzt auch angegriffen. Zumindest hat sie es versucht. So einfach geht das. Ja, die kommt hier nicht mehr raus. Also hier waren aber... Oh doch, okay. Ja, uff. Ich will noch Zeug sammeln. So, was ist hier mit euch? Gar nichts, okay. Können wir denn hier noch groß was machen? Ah ja, doch, das geht. Das sah nicht nur so aus. Aber weiter geht's nicht. Warum ist das hier denn so ein großer Platz, an dem nichts passiert sonst? Na, kommt bestimmt noch. Geh weg. Und bloß nicht auf die Schleimspur. Okay. Nur nicht auf die Schleimspur treten. Nein, 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 nein. Ah. So, meiner. Die hat schon wieder angegriffen hier. Ich hab's genau gesehen. Die sind gefährlich. So, jetzt gegen... Mushrooms can give off a cloud of poisonous gas, Harry. Avoid them. Or use Defindo to cut their stems. Tja, das kann Harry bestimmt auch. Das ist jetzt so ein bisschen langweilig. Ja, ist schön, aber warum sollte ich das tun? Moin. Oh, cool. Das ist schön. Ja, ihr habt auch schon festgestellt, in Hogwarts, diese eine Bohne, die ich nicht gekriegt habe, schwebt da immer noch rum.
Die bleibt jetzt vielleicht einfach für immer, weiß ich nicht. Pff. So. Und ja, ich gebe euch natürlich vollkommen recht, es ist ultra cool, dass wir uns so frei in Hogwarts bewegen können. Das sehe ich ja ganz genauso. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist halt, dass ich ja Parts aufnehme. Jetzt will ich euch natürlich nicht, ohne irgendwie ein bisschen Story oder Action zu haben, einfach nur Part für Part in Hogwarts rumführen. Ein paar von euch finden das vielleicht auch interessant. Aber ich weiß doch, dass viele das blöd finden. Würde ich das privat spielen, wäre es eine ganz andere Sache. Da würde ich mich, glaube ich, einfach stundenlang völlig unbeeindruckt umsehen. Scheiß Pixie da vorne. Moin. Pff, tot. Geh weg. So, welche Karte hätten wir denn da? Morwin, the malicious medieval, dates unknown, credited with the invention of many unpleasant jinxes and hexes. Tja, so ist das. Auch diese Zauberer muss es geben. Yay! Meins, gib mir das. Gib mir den Mucus, gib mir das. So. So, die wacht jetzt natürlich gleich wieder auf. Kann ich die Treppe runterschubsen? Ja, tatsächlich. Weiß nicht, ob sie wieder hochkommt. Nö, ich glaube, die reiht jetzt einfach da unten weiter. Mal überlegen, was habe ich gemacht am Wochenende, wenn ihr jetzt hier reinschaut. Dann waren wir wieder an der Nordsee, glaube ich. Wann nehme ich das hier denn jetzt auf, für welche Woche? Ja, ich glaube schon. Ja, Nordsee ist immer schön. Schön Deiche am Schaf angucken. Ja. Das kann man so machen. Man kann sich aber auch Schafe am Deich angucken. Die lassen sich nicht streicheln. Das finde ich total blöd. Die haben da überhaupt keinen Bock auf uns Menschen. Ich wollte sie so gern streicheln. Die wissen nicht, was ihnen entgeht. Ich sag's euch. Würde ich da wohnen, würde ich einfach jeden Tag da am Deich entlang joggen und dann würden die mich kennen und dann würden sie sich bestimmt auch streichen lassen. Oder wenigstens füttern. Doch füttern geht, glaube ich, aber das... Spiky, prickly plants. Shoot their spikes when you get too close. Avoid them or use Defindo to cut their stems. Aber das Füttern haben wir jetzt gar nicht ausprobiert. Defindo! Na? Na los. So. Uah, da ist ja noch einer. Die spritzen ganz schön weit jetzt. Das war früher nicht so. Doch, ich glaube, es war genauso. Ist mir schon länger her. So. Spotty Harry muss noch ein bisschen zeigen, was er so kann an Kletterkünsten. Mal sehen, wie wir dahinter kommen. Moin. Moin. Ah. Clevere Technik. Sonst ist hier nichts. Nur hier geradeaus. Na gut. Böhnchen, Böhnchen, Böhnchen. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Hier war doch der Frosch. Ja, ich wusste es. Auch du gehörst mir, auch wenn ich dich gar nicht brauche. Zwecks Energie. Na komm. Das war's. Ach, schade. Drei Stück. Ja, macht Sinn, ne? In so einer Gießkanne, da tue ich auch immer so Jellybeans rein. Das ist der beste Ort dafür, ehrlich jetzt. Ich weiß nicht, wie ihr das sonst machen würdet. Die Spinnen kommen eventuell ein wenig näher für uns. Kann ich das hinten schon kaputt machen? Nö. No! Oh Gott sei Dank. Ich meine, man hätte da auch gespeichert.
Alle platt treten, Harry, alle platt treten. Lass dich nicht anknabbern hier. Blech. Scheiß Viecher, ey. Lumos! Was zeigst du mir, lieber Gargoyle? Irgendwo sind kleine Pixies. Ich weiß aber nicht wo. Aber ich finde, sie klingen immer so nett. Das zeigst du mir, okay. Dann mach ich das noch nicht kaputt, sondern geh erst hier durch. Moin! Ach, schön. Noch ein Raum, okay. Der Zauberspruch hält aber lange an, das tun die sonst nicht so. Schon unser dritter Blitz. Geil. Jetzt sind wir quasi unschlagbar. Hätten wir damals mal bei Voldemort gebraucht. So. Yurik the Oddball, medieval, dates unknown. Highly eccentric wizard who's famed, among other things, for wearing a jellyfish forehead. Den kenne ich doch noch, den hatten wir schon mal, glaube ich. Ist ein bisschen so wie, was, Lulu bei League of Legends? Die spiele ich ja so gerne. Also wenn ich Support spiele, dann immer die. Ich finde die so klasse. Ich finde die total niedlich. Miep, miep, sagt sie immer. Ich muss die mal nachsprechen. Ich habe auch diesen Skin. Poolparty-Skin. Da hat sie auch so einen Tintenfischhut. Das ist total super. Magic. Ja, eine silberne. Hatten wir lange nicht mehr. Derwin Shimpling. 1912 till present. Ate an entire venomous tentacular for a bet and survived, though is still purple. Ja, aber um so eine Wette zu gewinnen, kann man das auch mal, ne? Lohnt sich. Was hat er denn dafür gekriegt? Für die Wette. Das stand da nicht. Ah, oh, die wollte schon wieder voll angreifen. Die sind so frech. Die haben einfach nur Langeweile. Ah. Die werden hier nicht genug gefördert, sage ich euch. Scourge, Scourge, Scourge. Wo ist denn jetzt eigentlich mal diese Pixie? Und was ist hier? Ah, okay. Wir müssen das also erst oben kaputt machen. Vorher gibt's hier nichts für uns. Moin. Ha. Hast gedacht, ah, oh, da oben fliegt's. Komm, flieg nochmal vorbei. Kleines Pixielein. Ja, ich spreche fließend Pixie. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Man lernt ja nie aus, ne? Was hat es jetzt mit diesem Loch auf sich? That's what he said. Nein. Geh weg, alle beide. Ich will gar nicht von euch verschlagen werden. Warum wird vor sowas hier nie gespeichert? Da hinten ist jetzt das Speicherbuch. Huch. Ach, die gehen gar nicht weg oder so. Doch, wir waren nur einfach schnell genug. Aber dieses Buch kommt sehr gelegen, denn ich werde hier einen Cut machen müssen, ihr Lieben. Meine Güte, schon ist der Part wieder vorbei. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Mir gefällt die Map ganz gut für die Findo. Hier können wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen umsehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche und seid auch morgen wieder mit dabei. Macht's gut, bis dann.